Die südlichste Stadt im Norden wird sie von ihren Bewohnern liebevoll genannt: Osnabrück. So viel Lokalpatriotismus kommt nicht von ungefähr. In Osnabrück ist norddeutsche Bodenständigkeit ebenso spürbar wie westfälische Gelassenheit. In einer Stadt, die mit 170.000 Einwohnern nicht mehr Kleinstadt ist und noch nicht Metropole. Auf der Mitte zwischen Nordlichtern und Ruhrgebiet liegt Osnabrück, die drittgrößte Stadt Niedersachsens. Und wenn sie in der deutschen Städtefamilie eher als Mauerblümchen gilt, so liegt das daran, dass viele auf der Nord-Süd-Route nur an ihr vorbeifahren. Viel zu schade, finden die Osnabrücker. Sie schätzen das urbane Lebensgefühl ihrer Heimatstadt, die dennoch überschaubar geblieben ist. Und die Bewohner der alten Handels- und Bischofsstadt sind stolz auf eine über 1200-jährige Geschichte, in deren Verlauf Osnabrück auch zum Schauplatz großer historischer Ereignisse wurde. Begonnen aber hat alles mit dem Wasser. Schon der Name Osnabrück führt in die Frühgeschichte der Stadt. Sie liegt am Fluss Hase, der im Teutoburger Wald entspringt. Dem Mythos nach waren es Ochsen, die eine seichte Stelle im Fluss entdeckten, eine Furt, auf der man das Wasser durchqueren konnte. Diese Ochsenbrücke, auf Plattdeutsch noch heute Ossenbrügge, gab der ersten Siedlung ihren Namen. Die Lage am Wasser machte Osnabrück schon in früher Zeit zu einem wichtigen Handelszentrum. Vom 13. bis ins 17. Jahrhundert wurde die Stadt ein führendes Mitglied der Hanse. Sie wuchs schnell und kam zu Reichtum. Noch heute spielt der Fluss eine Rolle für die Stadt. Nicht nur der idyllischen Ufer wegen, sondern wegen des Binnenhafens. Durch einen Stichkanal mit dem Mittellandkanal verbunden, ist der Osnabrücker Hafen wichtiger Umschlagplatz für die Region. Öl, Getreide und Schrott werden hier verladen. Schiffe aus dem Rhein und aus der Elbe kommend legen hier an. Ein mythenreicher Schauplatz früher Osnabrücker Stadtgeschichte vor den Toren der Stadt. Im Wald verborgen liegen geheimnisvolle Hünengräber, die Karlsteine. Hier kam es, der Sage nach, zu einer folgenreichen Begegnung zweier Herrscher und zweier Kulturen. Ende des 8. Jahrhunderts lebte hier Herzog Wittekind, der sagenumsponnene Herrscher über die sächsischen Stämme. Er verteidigte das Land gegen die Franken, die unter Karl dem Großen den Norden eroberten. Ein ungleicher Kampf, denn die Sachsen traten mit Holzknüppeln gegen die scharfen Waffen der Franken an. Karl der Große brachte, mit Feuer und Schwert, auch das Christentum. Der Konflikt mit den Sachsen spitzte sich schließlich zu im Kampf zwischen Karl dem Großen und Wittekind, zwischen germanischem Götterglauben und Christentum. Schauplatz der Begegnung war eine sächsische Kultstätte im Wald. Vor der Entscheidungsschlacht trafen die beiden Fürsten aufeinander. Doch sie kämpften nicht mit blanken Waffen, sondern mit der bloßen Faust und stritten um den rechten Glauben. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung, so die Sage, schlug Karl der Große voller Wut mit seiner Reitgerte auf die Opferplatte, die daraufhin zersprang. Auch wenn der Mythos die Schlacht zum Mirakel verklärt, tatsächlich blieb Karl der Große historisch Sieger. Nachempfunden wird die Sage von geschichtsbegeisterten Osnabrückern, die schon öfter historische Ereignisse zu Pferde nachspielten. Enthusiasmus gehört schon dazu, denn schließlich ist das Kettenhemd etwas ungewohnt. Kühl ist es, ja. Weil das ist ja bloß hier so ein Kettenanzug, der ist sehr dünn und kalt. Eisen ist kalt. Können Sie sich vorstellen, in dieser Zeit gelebt zu haben? Man kann sich darin zurückverdenken, dass das
gut aus möglich war, ne? Im bürgerlichen Leben arbeiten sie bei der Stadtreinigung und als Klempner. Nach Feierabend aber verwandeln sie sich in Wittekind und Karl den Großen. Die ganze Familie macht mit. Vater, Moorkötter und seine beiden Söhne. Karl der Große ist bereits abgeschminkt und kleidet seinen Vater als Schmied ein. Die nächste Szene wird vorbereitet. Zu den Hauptakteuren gehören die Pferde, für die Familie Moorkötter eine große Passion hat. Ja, wir sind da immer schon so unser ganzes Leben, kann man sagen, mit Pferde umgegangen. Ich hab das von zu Hause, bin ich das schon so gewöhnt. Und dann sind wir erst, wie wir geheiratet haben, hatten wir noch nicht so viel Platz. Wir haben angefangen mit einem kleinen Shetland-Pony für unseren Elsten. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann haben wir immer mit Pferden so zu tun gehabt. Und dann sind wir so in die Ponyzucht eingestiegen und dann läuft das so. In einer der Sagen um Wittekind spielt ein Pferd sogar eine Schlüsselrolle. Auf der Flucht vor Karl dem Großen dachte sich der gewitzte Sachsenherzog eine List aus. Er nutzte seinen Vorsprung und ritt zum Schmied, um sich seinen Rappen neu beschlagen zu lassen. Sein Trick? Er ließ die Hufeisen verkehrt herum aufsetzen, um seine Verfolger in die falsche Richtung zu locken. Oh, oh. Nächste, so schön. Brav. 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 Die List des Wittekind wurde sprichwörtlich. Noch heute lesen Osnabrücker Kinder in der Schule von den Heldentaten des tapferen Sachsen, gleichsam eine frühe Version des heute gängigen Western-Mythos von Cowboys und Indianern. Doch bei allem Heldentum, die Sachsen wurden schließlich von den überlegenen Franken besiegt. Wittekind floh in die Wälder, der Fürst einer untergehenden Kultur. Sein Widersacher Karl der Große nahm Osnabrück ein und baute 780 den ersten Holzdom. Schon 800 wurde Osnabrück Bistum. In Stein gehauen blickt Karl der Große heute vom Rathaus auf seine Stadt herab. Der Stadtgründer wurde zur Zentralfigur des spätgotischen Prachtbaus, den die Osnabrücker zur Blütezeit der Hanse um 1500 errichteten. 150 Jahre später sollte dieses Rathaus zur Kulisse brisanter Friedensverhandlungen werden, die ganz Europa von einem furchtbaren Krieg befreiten. Es geht um den berühmten Westfälischen Frieden, das Ende des 30-jährigen Krieges. Gesandte aus ganz Europa tagten unter diesem Kronleuchter. Ein diplomatisches Tauziehen um Gebietsansprüche und religiöse Vorherrschaft begann. Ein zäher Politpoker, der schließlich 5 Jahre dauern sollte. 150 Diplomaten evangelischer Fürsten berieten sich im evangelischen Osnabrück mit den Schweden, während 50 Kilometer weiter im katholischen Münster Österreicher, Schweizer und Franzosen Quartier nahmen. Reitende Boten sorgten für den Austausch der Verhandlungsergebnisse. Die Gesandten richteten sich häuslich ein in der Stadt, zum Leidwesen der Osnabrücker, auf deren Kosten die Friedensverhandlungen zum rauschenden Fest gerieten. Bälle, Gelage, Konzerte, ein glanzvolles Leben auf Pump entfaltete sich in Osnabrück. Und mancher fürchtete, dass die Verhandlungen nie zu Ende gehen würden. Endlich im Oktober 1648 wurde von der Rathaustreppe der Frieden verkündet. Ein neues Europa war entstanden, in dem katholische und evangelische Fürstentümer friedlich koexistieren sollten. Keine Konfession durfte mehr die universale Vorherrschaft beanspruchen. In Osnabrück beispielsweise sollten deshalb von nun an ein katholischer und ein evangelischer Bischof im Wechsel über das Bistum herrschen. Die Osnabrücker waren erleichtert. Auch weil die Gesandten nicht länger mit opulenten Festen die Stadtkasse plünderten. Mitsamt ihrem Hofstaat und Gesinde zogen die Diplomaten in ihre Heimat zurück.
Der Grundgedanke des Friedens von Münster und Osnabrück war die politische Toleranz. Und noch heute pflegt die Stadt diese Tradition mit einem Friedenspreis, der alle 2 Jahre an Autoren mit besonderem Engagement für Toleranz und Völkerverständigung verliehen wird. Preisträger waren unter anderem Hans-Magnus Enzensberger und Lew Kopelew. Schauplatz der Preisverleihung ist der Friedenssaal. Doch bei aller erklärten Friedensbereitschaft, wie schwierig gelebte Toleranz zuweilen sein kann, macht eine Anekdote anschaulich, die die Osnabrücker Gegend amüsant charakterisiert. Es gibt um uns herum schon sehr, wie man so sagt, schwarze Landstriche und im Übrigen der schwärzeste Wahlkreis in ganz Deutschland ist nicht in Bayern, sondern in Südoldenburg. Und dort liegt der Bürgermeister im Sterben und der Pastor fragt ihn, Heinrich, was ist nun dein letzter Wille? Er sagt, ich möchte den Parteisekretär der SPD noch sprechen. Er schickt einen Boten und sagt, Heinrich, was willst du mit dem? Du warst ja 40 Jahre Kolping, Kirchenvorstand, Kreisvorsitzender der CDU und Bürgermeister und nun den Parteisekretär. Er sagt, ich will noch in die SPD eintreten. Sagt er, bist du verrückt geworden? 40 Jahre Kolping, CDU, Kreisvorsitzender, Bürgermeister, Kirchenvorstand und nun noch in die SPD eintreten. Worauf nun der Heinrich sagt, Hochwürden, es ist doch wohl besser, es stirbt einer von den anderen als einer von der CDU. Toleranz und Eigensinn. Osnabrück ist eben kein historisches Museum. Aber Tradition verpflichtet. Und deshalb wird die Altstadt hinter dem Heger Tor liebevoll gepflegt. Von der alten Stadtmauer aus sieht man prächtige Fachwerkbauten und reiche Patrizierhäuser. Das, was der Zweite Weltkrieg und der Sanierungswahn der 60er und 70er Jahre übrig gelassen haben. Wie anderswo auch ist die Altstadt Kneipenviertel und Flaniermeile geworden. Auch ein Spekulationsobjekt des Immobilienmarktes, jedoch noch immer mit gewachsenem Charme. Ja, aber es wohnen auch noch sehr viel hier und das macht eigentlich viel aus. In vielen anderen Städten ist ja so, dass also nichts mehr, dass keine Leute mehr wohnen, sondern nur noch Büros sind irgendwo. Und das ist also hier noch ganz intakt. Bis jetzt noch. Noch stimmt die Mischung. Der alternative Second-Hand-Laden existiert friedlich neben Nobelboutiquen und Antiquitätengeschäften. Auch ein paar Handwerker sind noch da, die früher dieses Viertel prägten. Einer davon ist Leo Lammers. Seit 30 Jahren ist er Schuhmacher in der Altstadt, ein Spezialist für feine Maßanfertigungen. Und immer noch lebt und arbeitet er gern hier. Hier in der Nachbarschaft, die Altstadt, da kennt jeder jeden, vor allen Dingen die Geschäftsleute hier. Einer hat für den anderen was über, er hilft, wenn es sein muss. Und die Altstadt-Atmosphäre in der Richtung ist immer noch in Ordnung. Wer Leo Lammers über die Schulter sieht, entdeckt noch klassisches Handwerkszeug, wie diese Holzleisten. Maßanfertigungen sind selten geworden. Den Auftrag für die Reitstiefel hat der Schuhmacher gern angenommen. Sein Sinn für Tradition zeigt sich auch darin, dass er Mitglied in einem besonderen Verein ist. Wer auf sich hält im Heger Torviertel, ist in der Heger Leihschaft, einem Bürgerverein, der einst Land vor den Toren der Stadt vergab. Dort konnten die Bürger dann Vieh halten. Mit einem großen Festumzug wurden alle 7 Jahre die Grenzen abgeschritten. Ein Brauch, der noch heute zelebriert wird. Es wird kräftig gegessen und getrunken und dann ertönt der Ruf, Olle Use. Der Vorstand von der Heger Leisko. Olle Use, Olle Use, Olle Use. Ja, Olle Use heißt alles unser. In diesem Gebiet, wo wir hier sind, das ist alles unser. Das ist, ja, denn auch Hochdeutsch. Aber Olle Use heißt das ja auch platt bei uns, ja. Ackerbürger nannte man die Osnabrücker, weil sie als Städter noch gleichzeitig Landwirtschaft betrieben. Viele Fachwerkhäuser mitten in der Stadt wirken deshalb verblüffend ländlich, als sei man plötzlich auf einer Dorfstraße. Ganz in der Nähe von Leo Lammers Werkstatt springt wieder das Olle Use ins Auge. Es ist die Olle Use.
Eine Kneipe, die zu Osnabrück gehört wie Karl der Große und der Friedenssaal. In diesem Viertel gab es früher viele kleine Brauereien. Und wenn auch das Bier heute aus dem nahen Westfalen kommt, so fließt es doch in der ollen Use immer noch reichlich. Morgens treffen sich die Rentner zum Frühschoppen, mittags kommen die Hausfrauen nach dem Einkauf und abends schaut schon mal der Bürgermeister nach einer Ratssitzung vorbei. Das ist eine Institution in Osnabrück, ist die älteste Gaststätte in Osnabrück und man kann zurückgehen bis ins 16. Jahrhundert. Anlässlich des 30-jährigen Krieges haben hier schon die schwedischen Gesandten Bier getrunken. Gespielt wird heute Skat oder es wird geknobelt. Eine gewisse Lebenslust ist in der ollen Use unverkennbar. Und wie schätzt der Wirt als professioneller Menschenkenner die Osnabrücker ein? Man muss die Osnabrücker kennen. Man sagt, viele sagen, sie sind stur, aber das sind sie wirklich nicht. Man muss sie einfach kennen und man kann mit ihnen gut umgehen. Ein Stammgast der ollen Use hat sich die Osnabrücker sehr genau angesehen. In der Kneipe, auf der Straße, im heimischen Wohnzimmer. Hier sein Resümee. Mit liebevoll kritischem Blick entsteht das Porträt eines Osnabrückers im Fernsehsessel. Nicht ohne Selbstironie des Zeichners, der seinen Figuren auffällig ähnelt. Ja, also die Typen für meine Zeichnung, die habe ich wirklich hier in der Stadt gefunden. Er ist eine Berühmtheit und lebt doch ganz zurückgezogen. Mit seinen Karikaturen für die Illustrierten Stern und Brigitte wurde der Wahl-Osnabrücker Fritz Wolf überregional bekannt. Heute zeichnet er für die Neue Osnabrücker Zeitung täglich eine Karikatur zum politischen Tagesgeschehen. Notizen aus der Provinz hieß die Seite, die er jahrelang für den Stern zeichnete. Mit spitzer Feder und unbestechlichem Blick für die kleinen Macken und Malheurs des Alltags. Die Provinz ist überall, beteuert Fritz Wolf. Doch speziell mit Osnabrückern hat er erlebt, was Gegenstand seiner Zeichnung wird. War einer dabei, ein alter Bauunternehmer, der sammelte so Spazierstöcke. In Paris hat er sich auch eingekauft. Jetzt stand er vorne an dieser, saßen wir vorne hier. Und jetzt versuchte er immer, diesen Mädchen mit seinem neuen Spazierstock immer hier dieses Dings da hochzuheben. Ne? Aber der war wirklich nah dran bei diesen Frauen. Und dann haben wir den da rausbuxiert und nach draußen verfrachtet. Ne? Also die Osnabrücker sind zunächst mal, glaube ich, schwer zu durchschauen. Man braucht eine Zeit, um zu erkennen, was das für Leute sind. Das hat mit dem bäuerlichen Umfeld zu tun, auch mit der Struktur. Das ist eine Arbeiterstadt Osnabrück. Aber wenn man mit ihnen mal so längere Zeit zusammen zu tun hatte, dann merkt man, wie zuverlässig diese Leute sind. Wenn die sagen, so ist das, dann ist das so. Man wird selten enttäuscht, nicht? Weil sie sind aufrichtig. Aber ich will sie nicht zu sehr loben, sie können auch recht stur sein. Aber Sturheit hat ja auch was mit Beständigkeit zu tun und nicht unbedingt eine negative Eigenschaft. Gestresste Mütter mit den Kindern an der Hand, die sieht man auch in Gelsenkirchen und Gütersloh. Das Besondere an Fritz Wolfs Blick
ist seine Charakterstudie des Osnabrücker Wesens, jene Mischung aus Bodenständigkeit und Gelassenheit, die man den Menschen hier nachsagt. Auch die Studenten leben in Osnabrück eher beschaulich. Vorlesungen und Seminare werden in der ehemaligen Stadtresidenz der Osnabrücker Fürstbischöfe abgehalten. Kein Ort, der zu Revolten inspiriert. Osnabrücker Lebensart neigt zur Mäßigung, nicht zum Extrem, zur Gemütlichkeit, nicht zur Exaltiertheit. Diese gelassene Einfachheit zeigt sich auch beim Genießen. Im Traditionshaus Walhalla wird eine Delikatesse serviert, die in keinem Gourmet-Tempel anderer Städte zu finden ist und doch als regionale Köstlichkeit einige Berühmtheit erlangt hat. Ramanken. Was verbirgt sich hinter diesem seltsamen Namen? Ramanken sind Steckrüben. Und dieser Ausdruck Ramanken, den gibt es eigentlich nur in der Osnabrücker Gegend. Man isst wieder viel Gemüse, viel Eintopf, so wie früher zu Großmutters Zeiten. Und ich bin der Meinung, dass ein Eintopfgericht ein sehr, sehr schmackhaftes und schönes Gericht ist und man davon auch richtig satt wird. Nach dem Kriege hieß es ja, es wäre ein arme Leute essen und dann ist es in Vergessenheit geraten. Aber heute, wenn man Lammfleisch dazu nimmt und sehr viel Kräuter und Speck, so wird es doch ein sehr, sehr schöner Eintopf, der auch nicht billig ist. Also, wer Lust auf neue, altdeutsche Küche hat, kann sich jetzt von der einst geschmähten Rübe kulinarisch inspirieren lassen. Nicht den Geruch in die Nase bekommen, aber ich glaube, wer das Kochen gesehen hat, dem kann ich nur sagen, probieren Sie Ramanken-Eintopf und Sie werden begeistert sein. Zu Ramanken schmeckt ein trockener Weißwein oder ein kräftiges Bier. Übrigens, ob der Osnabrücker Dichter Erich Maria Remarque Bier oder Wein zum Essen bevorzugte, ist nicht überliefert. Doch man weiß, dass er oft Gast im Walhalla war. Auch der Komponist Wilhelm Lyra speiste hier gern und schrieb nach solch deftigen Genüssen so anmutige Lieder wie »Der Mai ist gekommen«. Hinter der reich verzierten Fachwerkfassade wird heute zuweilen auch Politik gemacht. Das Rathaus ist nur zwei Schritte entfernt und ein gutes Essen sorgt für erfolgreiche Verhandlungen. Dieses Erfolgsrezept beherzigt man seit den berühmten Friedensverhandlungen 1648. Gestandene Hausfrauen essen ihren Eintopf natürlich nicht im Restaurant, sondern kaufen die Zutaten auf dem Wochenmarkt ein. Am liebsten gehen die Osnabrücker auf dem Wochenmarkt am Domplatz einkaufen. Hier unter den wuchtigen Türmen des romanischen Doms bekommt man, was in keinem Supermarkt zu haben ist. Mit frischem Obst und Gemüse immer auch ein kleiner Spruch, ein bisschen Klatsch oder ein Döniken, wie die Anekdoten hier genannt werden. Besonders voll ist es am Weintraubenstand, denn dort hat der Händler für jeden ein passendes Wort.
Nehmen Sie nicht zu wenig, sonst haben Sie Zankerei. Oh, die kommen ja schon. Diesen dicken? Nee, nicht ganz. Ich gönne Ihnen sowas. Hier kenne ich jeden Stein. Hier bin ich von Kindesbeinen bin ich hier. Und hier bin ich groß geworden, deshalb liebe ich Osnabrück. Ja? Und die Kunden lieben ihn, weil das profane Einkaufen bei ihm zum Straßentheater wird. Auf Hochdeutsch und auch auf Platt, das man in Osnabrück noch häufig hört. Hier ist auch plattdeutsche Kundschaft mitunter. Hier sehen Sie jetzt den Dom und hier rund um zu, da wohnen lauter Pastoren, nicht? Die sprechen alle Platt. Und zum Abschied nur noch ein echtes Döniken. Da war der kleine Junge in der Schule gewesen und da hat der Papa gesagt, ich hätte ja ein kleines Kind kriegen, ja? Ja, hat der Junge gesagt, das hat heavy. Wie viel hätte denn all? Ja, 4 Stück. Da sagt der Papa, oh, das ist aber teuer. Da muss der Papa aber eine Masse Geld verdienen. 4 Kinder, die kosten eine Masse Geld. Nee, sagt der kleine Bengel, die haben alle müssen es kriegen. Es gibt wohl wenige Städte, die so intensiv mit ihrem Umland verbunden sind wie Osnabrück. Architektur und Sprache machen das bewusst. Ein Stück ländlichen Lebensgefühls weht in die Stadt. Zwar hatte man auf dem Land in den 60ern und 70ern vieles Alte verkommen lassen und abgerissen. Doch seit einigen Jahren besinnt man sich wieder auf die Schönheit der alten Fachwerkhäuser, auch wenn sie nicht gerade pflegeleicht sind. Die Tradition wird neu gelebt. Ein bisschen stolz auf seine Heimat zu sein, ist nicht mehr tabu. Und selbst das Plattdeutsche erlebt eine Renaissance, nachdem es jahrzehntelang als altmodisch und rückständig galt. Plattdeutsch wirkt, ich glaube, zunächst einmal derbi. Es wirkt verbindlicher und es wirkt harmloser. Das berühmteste Beispiel ist immer mit den Sonnenschied. Sonnenschied wirkt sehr harmlos. Aber wenn ich sagen würde, Sonne, scheiße, dann dürften die Kinder das schon nicht hören. Aber Plattdeutsch ist insofern etwas harmloser. Aber dieses Derbe macht die plattdeutsche Sprache auch zu einer etwas gefälligen Form. Sie ist etwas lustig, nicht albern, lustig. Wenn ich sage, du gehst zu Dr. Schlüsemann, Fragezeichen, oder wenn ich sage, gehst du nach Dr. Schlüsemann, dann ist die Schlüsemann ein bisschen anders im Vokal, als wenn ich Schlüsemann sage. Konrad Bruckmann pflegt die plattdeutsche Sprache ganz bewusst. Besonders beliebt sind abends am Kamin oder bei Familienfesten seine gereimten Dönigens und Moritaten. Ein Gedicht, das ist aus einem Witz entstanden. Eine Maus, die lebt auf dem Kornboden einer Kornmännerei. Und das fängt an, et wohnt ein Müsken fromm und free in Gösslings Fuselbrennerie. Das ist plattdeutsche Betonung. Dann geht's weiter. Fret roggen und auch weiken satt und schittern ach dort Fuselfatt. Das Osnabrücker Land. Eine Hügellandschaft zwischen Wiehengebirge und Teutoburger Wald. In den Wäldern versteckt liegen kleine Kurorte mit heilkräftigen Quellen. Berühmt aber ist diese Gegend wegen ihrer vielen Burgen und Schlösser. Es sind vor allem Wasserschlösser, die sich einst gut verteidigen ließen und heute jene filmreife Burgromantik ausstrahlen, die Bilder von tapferen Rittern und edlen Burgfräulein heraufbeschwören. Schloss Gesmold, ein trutziges Wasserschloss mit einem weitläufigen Barockgarten. Kein Museum, sondern Heimat des Freiherrn von Hammerstein, der heute mangels Gesinde selbst Hand anlegt, um sein Schloss zu erhalten.
kann da Gärtner sein, man kann Denkmalschützer sein, man kann Spezialist für Sandstein sein, man muss Maler sein, Tischler, Gärtner, Architekt. All diese Dinge spielen hier eine Rolle. Bereits in der 10. Generation leben die Hammersteins auf Gesmold. Eine große Portion Enthusiasmus und Liebe zum Schloss gehören schon dazu, diese Tradition weiterzuführen. Man kann das Ganze nicht objektiv sehen. Rein wirtschaftlich gesehen ist es ein Unsinn, hier zu leben und diese Dinge zu betreiben. Aber im Vordergrund steht eigentlich der Erhalt dieses Denkmals und der Wunsch natürlich, dieses Denkmal in die nächste Generation zu bringen und das, was man damit verbindet, weiter zu vermitteln. Ein besonderer Wermutstropfen ist die Autobahn, die in den 60er Jahren nur 200 Meter vom Schloss entfernt gebaut wurde. Viele tausend Autos rasen täglich an Schloss Gesmold vorbei und produzieren einen Lärm, der beispielsweise Konzerte im Schlossgarten unmöglich macht. Außerdem lockt die allzu verkehrsgünstige Lage zuweilen mehr Besucher an, als der Freiherr und seine Familie verkraften können. Zum Glück hält Schloss Gesmold gegen unliebsame Besucher ein altes Hausmittel bereit, das seit Jahrhunderten funktioniert. Wenn mal wieder wenig sensible Gäste Bonbonpapier in den Barockgarten werfen oder mit dem Motorrad in den Schlosshof fahren wollen, gibt es immer noch die Zugbrücke und Familie Hammerstein hat ihn wieder in Burgfrieden. Wer noch weiter zurückreisen möchte in die Geschichte, der kann einige Kilometer weiter am Fuß des Wiehengebirges eine besondere Überraschung erleben. Die Zeitreise führt in eine Epoche, als hier noch tropischer Urwald war und das spätere Osnabrücker Land direkt an einem riesigen Nordmeer lag. Aus jener Zeit, vor 135 Millionen Jahren, haben sich rätselhafte Spuren erhalten, die erst in diesem Jahrhundert entdeckt wurden. Es waren Dinosaurier, die im Lehm des einstigen Urstrandes ihre Fußabdrücke hinterließen. Wer heute im Osnabrücker Zoo die entfernten Verwandten der Dinos, die Echsen, betrachtet, der kann sich mit ein wenig Fantasie vorstellen, wie deren riesige Vorfahren damals den Urwald bevölkerten. Die Saurierspuren von Barkhausen sind eine Rarität und eine Pilgerstätte für Dino-Fans. Es gibt wenige Orte weltweit, wo man in freier Natur solche Fußabdrücke aus nächster Nähe betrachten kann und wo sie so gut erhalten sind. Nach der letzten Eiszeit wurde der Boden durch die zurückweichenden Gletschermassen zusammengeschoben und dabei gekippt. Das Wiehengebirge entstand. Unter dem hohen Druck versteinerte das einst lehmige Ufer. Als Steinbrucharbeiter 1921 auf die schräge Wand mit den Fußspuren stießen, war das eine Sensation. Wissenschaftler reisten an und nahmen Gesteinsproben, verglichen mit anderen Saurierspuren und bestätigten die Echtheit dieses einzigartigen Fundes. Vor allem die Größenverhältnisse zwischen Mensch und Dinosaurier kann man hier mit leichtem Schauder nachvollziehen. Jurassic Park live. Wer das Osnabrücker Land durchstreift, dem fallen die vielen kleinen Klöster und Stifte auf. Bis zur Wiedervereinigung war Osnabrück das größte katholische Bistum Deutschlands. Und auch die evangelische Kirche hat hier einen besonders großen Einfluss. In Stift Börstel ist genau geregelt, dass immer eine gewisse Anzahl katholischer und evangelischer Stiftsdamen hier wohnen sollen.
eine späte Folge des Westfälischen Friedens. Heute ist das Osnabrücker Land halb katholisch, halb evangelisch. Die Zeiten, als sich die Konfessionen noch feindlich gegenüberstanden, sind noch nicht lange vorbei. Undenkbar etwa war es noch bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, jemanden mit dem falschen Gesangbuch zu heiraten. Der katholische Dom St. Peter ist ebenso bedeutend wie die imposanten evangelischen Hauptkirchen St. Marien und St. Katharinen. Gerade in der Konfrontation von evangelisch und katholisch entstand in Osnabrück ein religiöses Reizklima, das ein intensives, konfessionelles Bewusstsein zur Folge hatte. Bedeutender Wirtschaftsfaktor sind die Kirchen in Osnabrück heute nicht mehr. Inzwischen ist die Stadt wichtiger Industriestandort in der Region. Größter Arbeitgeber ist der Autohersteller Karmann. Die Spezialität Sonderanfertigungen, vor allem Cabriolets. 1949 wurde hier das erste Käfer-Cabrio gebaut. Und in dem Osnabrücker Familienunternehmen entstand in den Wirtschaftswunderjahren eine Autolegende. Der Karmann Ghia war von Beginn an ein Kultauto. Gebaut wurde es bis 1972. Heute sind es Autofreaks, die den Karmann Ghia fahren. Viele haben ihn sogar nur als Kunstwerk in der Garage stehen. Wer das Sammlerstück fährt, der kann in Osnabrück sicher sein, dass ihm völlig fremde Leute auf der Straße zuwinken. Würde dieser Wagen heute wieder gebaut, die Nachfrage wäre sicherlich groß. Wegen seiner Aura von 50er Jahre Glamour, als der Ghia das Auto der Sportasse und Filmstars war. Da kann ich mich erinnern, die kriegte von ihrer Mutter, da war ich Lehrling, ein ganz speziell mit einer lila Farbe ausgestattetes Fahrzeug. Und die holte dieses Fahrzeug hier in Osnabrück ab. Ich kann mich erinnern, dass sie 18 war zu der damaligen Zeit und hatte dieses Fahrzeug dann speziell hier präpariert in Osnabrück abgeholt. Karmann, das ist ein Kapitel Osnabrücker Industriegeschichte. 1901 übernahm Wilhelm Karmann eine Kutschenmanufaktur und begann kurze Zeit später mit diesem Know-how Autokarosserien zu bauen. Die ersten waren noch aus Holz. Die Autoherstellung blieb lange Handwerk und Karmann bekam schnell einen guten Ruf für Spezialanfertigungen. Wenn auch die Arbeitsbedingungen anfangs hart waren, und Arbeitsschutz ein Fremdwort. Ein Job bei Karmann bedeutete in Osnabrück die Existenzsicherung. Das galt vor allem für die Zeit der Wirtschaftskrise, als viele auf der Suche nach Arbeit vom Land in die Stadt zogen. Adler, Hansa Lloyd, Pluto. In der Fahrzeugsammlung der Firma stehen die frühen Prachtautos. Stars der Sammlung sind Kuriositäten, wie dieser Käfer Jolly, der als Strandauto gedacht war, aber nie in Serie ging. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard soll bei einer Werksbesichtigung begeistert darin herumgefahren sein.
Heute werden bei Karmann unter anderem die experimentellen Prototypen gebaut, sogenannte R-Könige. Deren Design stammt, wie einst beim GIA, oft von italienischen Reißbrettern. Es ist sicherlich kein Zufall, dass im Zeitalter von Chips und Massenware in Osnabrück gerade die handwerkliche Tradition die Zukunft sichert. Osnabrück. Eine Stadt mit einem Lebensgefühl, in dem Land und Stadt sich eigentümlich mischen. Von der Zeit der Ackerbürger bis heute ist ein Sinn für Tradition und Bodenständigkeit geblieben. Und der ganz besondere Osnabrücker Tonfall. Da gibt es eigentlich einen schönen Gruß, einen schönen Abschiedsgruß, den wir hier eigentlich immer benutzt haben. Hol die Munter. Hol die Munner.